Herzlich willkommen zu Pete's Drum Channel zurück und dem Thema Sheet und ihr Musician. Ganz einfach, gebunden oder frei. Ist ganz einfach. Kurz erläutert, Sheet Musician, jemand, der sich an vorgeprägte Abläufe hält, Noten und Arrangements. Wie Orchester, Berufsmusiker, die müssen nach Noten arbeiten, denn ja, Beethovens 9. Sinfonie kann man nicht improvisieren, kann man improvisieren, klar, aber die Noten und das ist Klassik, da fuscht man nicht rein. Einzelne Künstler werden das mit Sicherheit auch machen. Vorteile: Er kann Arrangements durchspielen, man kann ihm einfach etwas vorlegen und es klappt. Na? Ihr Musicians dagegen, so wie ich, viele Improvisateure, die versuchen, irgendwas zu machen. Jemand, der nach bestem Wissen und Gewissen das spielt, was ihm gefällt, es muss passen, und schaut, dass man es einbauen kann. Vorteile: flexibler, freier und besser fühlend, finde ich. Ganz wichtig, dieses Fühlen ist sehr, sehr wichtig, denn Musik ist ein Gefühl. Anwender gibt es en masse. Paul McCartney, Elvis, sie haben alle improvisiert. Sie haben alle nach Gehör gearbeitet. Ja, und ich gebe euch auch den Beleg darauf, dass Paul McCartney auch keine Noten kann. Can Paul McCartney read sheet music? Kind of. I can kind of follow it. Really, I tell you the truth, with sheet music we looked for guitar chords. We looked at the lyrics and the guitar chords, and all the dots passed us by. But you can see it goes up, boom, 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 yeah, boom, boom, boom. I mean, to that extent, I can read it, but not really. If it gets complicated, no. Ja, das ist ganz wichtig. Let It Be und Co. sind so entstanden. Ja, ganz wichtig, wie fühle ich den Shit? Und demnach. Nee, ihr merkt, es beißt sich. Yeah, yeah. Der klingt besser. Und so einfach ist es, ihr Musician zu sein. Man hört es ja. Man hört ja Punkte raus, die einfach nicht stimmig sind. Ganz kurz, Sheet. Sheet und ihr Musician, gebunden oder frei. Macht's gut, bis dato, euer Pete.